Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, im letzten Part wurden Lilly, Steiner und Markus gefangen genommen. Und zwar von keinem geringeren als von Zon und Son, die beiden Clowns, die für Königin Brane arbeiten. Und offensichtlich war das auch der Befehl der Königin, sie gefangen zu nehmen. Aber was genau mit ihnen passiert, vermögen wir jetzt nicht zu sagen, denn wir sind jetzt wieder mit Team Zitane unterwegs. Und bei der Gelegenheit werden wir auch gleich mal glubschen, ob sie eine neue Ausrüstung brauchen können. Zum einen mal der gute Zitane. Vielleicht hier ein neuer Hut, für den Fall, dass es sowas überhaupt noch dabei gibt. Nicht wirklich Kristallarmreif, auch nicht wirklich den Ossalarmreif kann ich brauchen. Denn beim Bronzeharnisch, ja, der Plattenpanzer ist gut, Exorzismus kann er lernen, super. Gemeinstiefel braucht er noch, alles klar. Dann haben wir den guten Mivi. Der Gletscherstock ist noch nicht fertig. Der Filzhut könnte vielleicht gewechselt werden, gibt es aber nichts Neues. Für dich vielleicht den Ossalarmreif, auch nicht wirklich der Bronzeharnisch. Nein, auch nicht wirklich. Und die Gemeinstiefeln. Ah, Korallenring können wir schon mal benutzen. Dann kriegt er schon mal in so mehr. Gibt es vielleicht irgendetwas, wo er mehr lernen kann? Feuerer mit Kraftgürtel. Das können wir dann mit dem Feuerstabstock da kombinieren. Da würde ich sagen, wir nehmen den Korallenring. Als nächstes ist die gute Freya dran. Mit ihrem Mithril-Speer, ja. Dann Eisenhelm. Gut. Kann sie behalten. Hier vielleicht etwas, ja, die Mithril-Fäustlinge sind super, kriegt sie Kannibale. Kettenhemd braucht sie nicht, kann sie schon alles. Kristallschild braucht sie noch, okay. Und zu guter Letzt der gute Quina. Die Gabel ist noch lange nicht fertig, der Vollmond braucht 20 Jahre, bis der fertig ist. Hut kann man ihm keinen neuen geben. Ossalarmreif hat keinen Sinn. Bronzeharnisch, ja, geben wir ihm für die Götterspeise. Und das Halstuch braucht er ebenfalls. Hat er vielleicht jetzt die Möglichkeit, dass wir schneller den Vollmond lernen können? Nicht wirklich im Moment. Alles gut, dann lassen wir das so. Sehr gut. Passt, wir sind jetzt neu ausgerüstet. Wir begeben uns jetzt nach Clara. Den Ort haben wir schon einmal gesehen und er wird auch dort unten mit dem gelben Punkt markiert. Wir werden ein kleines bisschen hier mal im Kreis laufen. Oh. Oder auch kämpfen, je nachdem. Wir werden kämpfen. Und werden ein bisschen die Wüste erkunden, nur ganz kurz am Berg entlang, an der Bergkette entlang, um zu schauen, ob es hier vielleicht irgendwelche Tore gibt oder Gebiete, die wir ansonsten verpassen können. So, Vollgas angreifen, die brauchen nicht aufessen oder sonst irgendwas. Einfach weg. Ich hätte bei Mivi eine Attacke einsetzen können. Ja, muss mich wieder umgewöhnen. Bin jetzt auf Lilly eingestellt. Entschuldigung. So, ja. Zack, auf die Gusch. Sehr gut. Sehr gut gemacht. Sauber. Ja, viele Pünktchen gibt es nicht, leider. Macht nichts. So. Hier ist nichts. Ja, Kämpfe gibt es jetzt hier einige. Die brauchen wir eh. Allein, ihr habt gesehen, Queen hat 250 Kämpfe für den Vollmond. Ja, da wird der Mond ganz schön voll. Oh, das sind neue Gegner. Die werden wir auffressen, wenn es uns möglich ist. Wir beginnen auch gleich mit der S-Magie. Eine klatscht schon mal so, hält ein Welt knapp weg. Eine weitere Quest ist nämlich. Dann werden wir auch mal schnell. Ist jetzt hin? Ja. Und dann werden wir auch gleich mal mit Fressen beginnen. Wird zwar bei weitem nicht genügend Schaden sein, dass man sie schon essen kann, aber naja, das kommt dann schon. So, Brutzel, Brutzel, jawohl. Echo-Couch, die Mist. Ich werde es mal ganz vorsichtig mit Feuer probieren. Muss schwächer werden, ja. Dann werde ich auch schon mal mit auf Abwehr gehen. Jetzt überlebt, gut. Stibitzen und dann langsam mal mit Fressen probieren, ob es schon möglich ist. Wahrscheinlich wird es einfach ein bisschen zu stark sein.
Wahrscheinlich wird sie gar keine Fähigkeit haben, weil wir schon alles haben. Ja, die Stein. Super. Und? Muss schwächer werden. Gut, dann werden wir hier einen Angriff wagen. Hier werden wir abwarten. Dann nochmal stürzen. Und dann noch probieren auffressen, ob es dann schon klappt. So, fressi, fressi. Yam, yam. Gute Nacht gelernt. Super. Ja, gute Nacht dann, ne? Sehr schön. Bravo, bravo. Sehr gut. Yeah. Holzauge erlernt. Super, Zitane. Waldnymphenkarte bekommt Potion und ein Haufen weiße Geld. Wow. So, und wieder anschauen wegen Umrüsten. Guter lieber Zitane, was können wir dir denn jetzt weggeben? Ah, die Gemeinstiefel. Gut. Dafür ein Halstuch. Der wäre nicht schlecht. Da gibt es gleich zwei Fähigkeiten, die man lernen kann. Die würden, das würde dann perfekt passen, wenn Vivi dann soweit ist, dass man es tauschen kann. Ist gekauft. Ist gekauft. Ah, 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 da sehe ich gerade. Abilities. Nein, nicht benutzen. Anlegen beim guten Vivi vielleicht. Insomnia. Das kommt jetzt schnell. Was nochmal? Verhindert Schlaf. Nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Gut, hat noch irgendjemand? Eventuell Freya. Eventuell die Gute. Kannibale. Ja. Kannibale kommt. Fügt Humanoiden im Schaden zu. Ist gut. Nehmen wir mit. Quina eventuell auch noch. Mit Habgier, Götterspeise. Was kommt denn die Habgier? Erhöht Preisgeld. Das ist aber auch nicht schlecht. Götterspeise, verhindert Stein und Gips, ist mir aber lieber. So, das müsste es gewesen sein. Ich glaube, da ist sonst nichts, bis auf den Wirbelsturm. Das ist nur eine Bergkette rundherum. Da ist sonst, glaube ich, nichts gewesen. Ich lasse trotzdem noch mal ein kleines Stückchen. Wir haben ja Zeit. Wir haben Zeit. Nur kein Stress. So, meine Herrschaften, auf geht's. Auf die Gosch. Vollgas. Lieber Vivi, du darfst auch mit Eisner gleich. Da nochmal Angriff, Angriff und Angriff. Das müsste dann schon reichen. Einmal Hieb, jawohl, kritisch sogar, voll schädlich. Jetzt muss ich den kleinen Vivilein gleich mal heilen. Jawohl, gut gemacht. Fein, fein. Wow, wup, wup, wup. Zitane hat Level abbekommen. Super. Einmal Potion und ein bisschen Gil. Sehr gut. Da hinten, da geht's raus ein bisschen. Ich muss nur mal kurz schauen. Ja, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wie gesagt, wir brauchen Kämpfe ohne Ende. Allein für den guten Queener ist das schon wow, ne? Da brauchen wir 20 Jahre. Na, stimmt das. Wir tun die ganz sauber besiegen. So, gleich, du machst den. Wow, Vivi. Ich glaube, Freya wird dich jetzt mal heilen tun, wenn du es überlebst. Und ich glaube, Quina macht gleich mit. Natürlich hat er es nicht überlebt. War so klar. Wie? Da geht in Trance? Also nein, der hat sich gepufft. Genau so war das. Gepufft. Vielleicht muss ich ihn doch stritzen. Leben wir eh nicht lange. Nata. Bitte, ich möchte gerne, dass der gute süße Vivi wieder leben darf. Und du tust ihn bitte gleich mal mit der großen Portion da heilen. Und der gute Zitane klatscht wieder drauf. Vivi klatscht auch drauf. Freya springt einmal ein Stück in die Luft. Ja, jetzt kommt sie.
Das ist seine Rache. Du bist Viech. Matsch. So muss das ausschauen. Sehr gut gemacht. Super. Wupp, 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 wupp. Freya hat Level abbekommen. Und ihr seht schon, sie ist mit Abstand die mit dem höchsten Level, weil wir eben ihr das Ability gegeben haben, dass sie schneller Level abbekommt. Und das passt ja auch, das ist nicht schlecht. Ja, wo geht's denn hier bitte lang? Oi, einmal Schoki. Schokobo gerufen. Den Schoko. Shisha, Schoko. Vielleicht ist da irgendwo ein Schatz oder so versteckt. Für später mal. Es gibt definitiv viele, viele Schatzkarten. Hihi. Du bist auch so eine Hihi. So, es war gleich mal aufhauen, wenn wir vor das. Quatsch. Passt. Wunderbar. Erledigt. Sehr gut. Perfekt. Jawohl, her mit der Marie. Wir brauchen sie wieder. Ah, schlimm ist das. Okay, da drüben ist nix. Nein. Laufen wir am Strand entlang. Vielleicht gibt es neue Monster. Schauen wir noch da drüben lang. Und dann gehen wir nach Clara. Immer schön zum Level zwingen. Das ist ganz, ganz wichtig. Weil sonst steht sie irgendwann an und dann müsst ihr, wenn ihr Pech habt, dort Stunden und Tage verbringen mit dem Leveln. Und das ist auch nicht unbedingt angenehm. Müsste dann schon gewesen sein. Ja, und castest du noch schön Blitz oder was? Ha, es hat Vivi geheilt. Ah, nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Danke übrigens. Kannst immer wieder gerne Blitz casten. Und einsetzen. Super. Yeah, Schwertseele haben wir bekommen. Gehen wir gleich wieder schauen beim guten Titani. Titane. Organik ist fertig. Ui, wir sind komplett fertig. Wir brauchen neue Waffen für ihn. Ach je. Ja, da kann ich noch ein bisschen drauf warten. Passt. Ist die Waffe auch schon fertig? Gut zu wissen. So, wo geht's hier hin? Ich hab's vergessen. Ich glaube, das ist huch, auch eine Sackgasse. Da geht's, glaube ich, nirgends wohin. Oh doch, ein Stückchen noch weiter nach hinten. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß immer, ich weiß nur, ich habe nie wirklich so stark und viel erkundet. Aber ich will ja hier so wenig wie möglich versäumen. Also es kann durchaus passieren, dass ich auch hier und da was entdecke, was ich noch gar nicht habe. So. Das kann ja mal passieren. So, Vivi gibt den Rest. So. Zack. Zack. Katschang. Und Schwillum. Ui, Vivi braucht Mana. Schwuppdiwupp und tschüss. Sehr gut gemacht. Bravo, bravo. Perfekt. So, dann gehen wir den guten Vivi doch gleich ein bisschen Ether. Da. Ein bisschen Ether. Dann geht das Casten leichter. La 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 la. Wo geht's hier eigentlich hin, Herrschaftszeiten? Ich fürchte, den ganzen Weg kann ich wieder zurückhatschen, weil der nirgendwo hinführen wird. Ich hätte mit Schoki reiten sollen. Wäre sicher schlauer gewesen. Ha! Yep, so ist es. Der führt nirgendwo hin. Ich schätze aber mal, dass es sich hier mal um einen Schatz handeln könnte. Dass wir da mal mit unserem Schoko herlaufen müssen. Das kann ich mir vorstellen. Gut, jetzt muss ich leider den ganzen Weg zurückhatschen. Ja. Alles fürs Training. So, immer schön fest drauf. Boah, der ist sofort hin gewesen. Spaß, man kann wie ein kleines Sauberwirkens bereichen. So, weg mit dem Gegner.
Ja, das reicht schon. Wunderbar. Es können ruhig mehr Gegner kommen. Ich hätte da gar nichts dagegen. Und würden unsere Angriffe sich schneller hochleveln. Entwickeln. Ja, ich glaube wirklich, dass sie ein Schatz war. Ein Schatz mit Schoko. Dem süßen gelben Schokobo. Noch ist er gelb. Vielleicht wird er mal eine andere Farbe haben. Lala. Ja. Ah, wieder nur eine. Du komm, wo ist denn deine Schwester? Oder beste Freundin? Ha! So. Ui! Ich glaube, das war Vollmond. Jetzt schlafen die halben Leute ein. Na groß. Ah, sie selber auch. Ha! Ah, nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. So, weg. Passt. Gut gemacht. Super. Vivi bekommt beim nächsten Kampf ein Level. Level up, 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 up. Lauf, 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 lauf. Ah, nur einer. Oh. Du armer Tropf. Ja, ja, du kannst draufhauen. Das wird dir nichts helfen. Denn Hebi macht das jetzt zu Ende. Macht dich zu Ende. Aha, na freilich. Muss das sein? Und tschüss. Hat ihm viel gebracht. Sehr gut gemacht. Yeah, Bibi hat Level abbekommen. Super, eine Ex-Mensch-Karte haben wir bekommen und ein bisschen Geld. Supi, supi, supi. Haben wir schon bald wieder 10.000. Geht ja. Bam, bam, bam. Gleich sind wir da. Es geht sich noch aus in dem Part. Ja. Ich bin gespannt, wie wir durch den Nebel, durch den Sand kommen wollen. Wenn wir dort angekommen sind in Clara. Oder besser gesagt, vor Clara. Da bin ich echt gespannt. Bitte auf Vivi. Okay, schade. Ja! Und da ist er weggeputzt. Bravo, 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 bravo. Supi. Brava, Vivi. Yeah, Hau den Lukas ist fertig. Super. Da schauen wir gleich nach, ob die gute Freya was Neues zum Anziehen braucht. Mithrinspeer geht noch. Es werde Licht geht nicht besser. Kannibal ist auch gleich fertig. Bodyguard ist gleich fertig. Kristallschild ist fertig. Gut. Dann würde ich sagen, bekommt sie Ability ab, gibt es auch. Ah ja, das habe ich vergessen zum Beispiel. Den Goldschal kriegt sie gleich mal. So. Bitteschön. Und da kämpfen wir wieder. Sehr gut. Na, das zahlt sich ja schon aus. Die paar Gegner, die haben sich ja echt schon geliebt. Ui, es sind zwei. Vivi, du weißt, was du zu tun hast. Einer gehört ganz alleine dir. Mein kleiner Freund. Bitteschön. So, und Zitane wird dann ein, wo wir ihn nutzen können. Naja, du kannst dich schon waffen, wie du lustig bist, du Kerl. So, jetzt ist Vivi dran. Hi, ja. Schön. Ui, Quina müssen wir heilen. Ja. Babylein, du musst ihn bitte wegputzen. Ah, das geht sich aus. Super. Habe ich jetzt nicht erwartet. Bravo, bravo, bravo. Super gemacht, mein kleiner Freund. Jawohl.
Freya, Eis war erlernt. Und auch Freya hat eine neue Fähigkeit. Ich glaube, das war jetzt der Kannibale, glaube ich. Sehr gut. Vivi, du bekommst gleich eine neue Waffe, weil du so brav bist. Aber diesmal zuerst den Donnerstock, denn der Feuerstock, den können wir ja ein bisschen pushen für später. Also zuerst den Donnerstock. Ja, gut, wie gesagt, gibt's nichts Neues. Kristall am Reif hilft dir leider auch nicht. Bronze Harnisch geht dir auch nicht. Und Korallendingens brauchst du noch ein bisschen. Okay. Die gute Freya hat jetzt diesen Kannibalendings da fertig. Ja, okay, da geht auch nichts besser. Nein, da geht nichts besser. Gut, passt. Hui, wir schaffen's. Ja, Clara. Clara's Stab. Hört ihr das? Das ewig tosen des Sturms. Ja, man hört's nicht nur, man sieht's ja auch. Es ist ja ein Wunder, dass es die Bäume nicht entwurzelt. Und das Vivi abhebt. Der Sturm ist so stark. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Los. Ja, du hast recht, mein Bester. Je schneller wir ankommen, desto schneller können wir die Spezialitäten dort genießen, Max. Er hat nur Essen im Kopf. Nur Essen. Du bist auch so schlank. Ja. Ah, das verbirgt sich also hinterm Sandsturm. Ein riesengroßer Baum. Das ist ja mal ein Baumhaus, oder? Sowas will ich auch haben. Schön. Mal klubschen, ob hier irgendwas versteckt sein könnte, aber ich glaube nicht, ne? Da verlässt man nur wieder die Gegend. Passt, dann laufen wir wieder ein bisschen schneller. Ich glaube, kämpfen ist hier immer der Fall. So. Was ist das? Was tun? Gegen die Tür drücken, nichts machen. Gegen die Tür drücken? Keine Chance, die bewegt sich kein Teut. Weil wir nämlich etwas aktivieren müssen, nämlich hier. Was tun? Den Hebel umlegen. Nichts machen. Hebel umlegen. Jawohl. Basch, zack, brumm. Und schon ist die Tür offen. Also so sicher ist dann der Sandsturm auch wieder nicht, ne? Und ja, ihr vermutet es wahrscheinlich schon, es ist ziemlich gleich wie bei dieser Eishöhle. Auch hier muss man kämpfen. Oder darf man kämpfen. Und es gibt auch wieder haufenweise Truhen. Manche sind gar bosartigst versteckt. Muss man ganz ehrlich sagen. Da zum Beispiel, da ist eine. Und zuerst wird gekämpft. Natürlich wird zuerst gekämpft. Selbstverständlich. Boah, was bist denn du? Ein Riesensandhaufen. Und ich habe vergessen, Queener Heiden. Das könnte mir jetzt teuer zu stehen kommen. Du kannst dich vielleicht selber heilen. Moment, konnte er nicht sogar mit der Blaumagie? Gab's da nicht? War das hier? Warte mal. Heilmittel bei... wird benutzt. Verschwinden? Nein, ich glaube, das lernen wir erst. So, also mal das. Dann gespitzt. Und jetzt gibt es hier etwas Besonderes, nämlich den Sandgolem und das Herz. Und der Sand, wenn man auf den Sandgolem geht, wird er niemals sterben, denn man muss sein Herz besiegen. Also auf sein Herz. So. Wow. Schön. Das ging ja super. Fein. Bravo. Das war's mit dem Viech. Yeah, wup, 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 wup. Queen hat Level abbekommen. Super. Wir bekommen eine Potion und ein bisschen Gil. Sehr gut. Also, was haben wir hier drin? Zauberstiefel. Oh la la. Es ist auch möglich, hier diesen Sand zum Fließen, also dafür zu sorgen, dass er nicht mehr fließt. An gewissen Stellen... Ui, ein Gletscherstock. An gewissen Stellen ist das auch wichtig, um erstens weiterzukommen und zweitens gibt es dort versteckte Truhen. Also kann passieren, dass es die gibt. Ja.
gehen wieder spitzen eine Runde und Vivi erledigt den Rest. Kurz und schmerzlos. So. Ui, fressen. Ha, das geht jetzt natürlich nicht mehr. Beim nächsten muss ich schauen, ob ich ihn fressen kann. Das Herz halt, ne? Quina frisst alles zusammen. Alles. Wurscht, ob gekocht, roh oder, ja, keine Ahnung, trocken. Keine Ahnung. Ja, Exorzismus und Vivi hat auch was erlernt. So schnell kann ich gar nicht lesen, dass sich da entwickeln tut. Also, mal wieder umkleiden, wenn möglich. Plattenpanzer, ist da noch was? Nein, da braucht es noch, okay. Der gute von zu Vivi. War hier irgendwas? Nein, Korallen? Ja, da war's. Und zwar bekommt er jetzt, würde ich sagen, ja, die Zauberstiefel für Felsenfest. Felsenfest. Und natürlich einmal Ether wieder. So, jetzt geht's ihm wieder gut. Fein. Ah, warte. Da habe ich gerade gesehen. Er hätte genug Punkte für eine mögliche Ability zu lernen. Zu lernen, besser gesagt einzusetzen. Felsenfest. Verhindert konfus. Nehmen wir gleich mit. Perfekt. Was haben wir da? Da ist nur Treibsand. Gehen wir mal hier lang. Oder warte. Oh, ich glaube, das passt schon so. Jetzt ist die Frage. Aha. Ich glaube, zuerst hier rauf. Ah, na. Zuerst kämpfen. Okay. Irgendwie... Warte mal, jetzt muss ich aufpassen, wie ich das mache. Da gibt es mir so ein paar Schmähs. Wenn ich es verhaue, glaube ich, komme ich zur Kiste nicht mehr ran. So, ess mal den. Du dämlicher Vogel. Vielleicht geht er... Ah, ich dachte, der ist sicher wieder hin. So ist es. Boah, das macht Schaden. Aus. Aus, Vivi. Pfui. Ich muss das ja essen dürfen. Also nicht ich, sondern Quina. So, fein. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ich schaue mir das jetzt an. Ich habe es nämlich wunderprächtigst vergessen. Was ich da jetzt zuerst machen musste, aber ich glaube, der Sand musste aufhören zu fließen. Und dann durfte ich hier hoch, glaube ich. Weil, ja, genau. Oder der Sand musste fließen, irgendwie so halt. Aber ich glaube, die Kisten, die haben wir eh gefunden, das hat schon so gepasst. Und da hoch. Da ist noch was, richtig. Einen Äther. Und hier müssen wir mutig sein. Was tun? Durch das Loch lucken, Hand in das Loch stecken, nichts machen. Schau mal durch. Es ist zu dunkel. Ich kann kaum was erkennen. Na dann riskieren wir unseren Arm, nicht? Also, rein damit. Oh. Da kommt ja Sand raus, geströmt. Jawohl. Jetzt dürfen wir wieder runter. Denn hier ist jetzt der Sand. Hoppala, Hopperchen. Und jetzt müssen wir hier rauf. Und jetzt müsste normalerweise da oben eine Kiste gespawnt sein oder irgend sowas. Oder ein weiter Weg. Ah, genau, ein weiter Weg war es, genau. Und ihr seht schon, wenn ihr die beiden Kisten nicht geholt hätten, also wir, dann sind sie weg. Chancenlos. Die eine ist sowieso weg und die andere auch. Oben hätten wir noch eine. Zwei sogar. Ah, wie sind wir da nur hoch? Ich glaube, da ist man von oben runter gepurzelt. Huch. Da bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall muss ich mich schon mal entschuldigen. Es wird jetzt wieder ein bisschen Überlänge geben. Weil der nächste Bogi ist nicht weit. Eigentlich. So, ich werde ihn versuchen zu schwächen. Dass ihn Quina essen kann. Ja. Also. Ja, das dürfte gar nicht mal so schlecht gewesen sein. Aber natürlich noch nicht ausreichend, nehme ich mal an. High Potion geklaut. Super. Okay.
könnte es eventuell schon sein? Nicht genießbar. Aha. Gut, dann können wir klatschen. Es ist halt die Frage, ob man den Sandbohlen füttern kann, aber ich glaube nicht. Sandgolem. Wird es zu spät sein? Okay, der hat es noch überlebt. Nicht genießbar, überhaupt nicht. Also, wegputzen, okay. Dann putzt man weg. Okay, wer will denn sterben? Niemand. Glück gehabt. Wir brauchen unbedingt den kleinen Mogli. Wir brauchen unbedingt den Cent. Okay, das... Was? Immer noch nicht? Das kann ja nicht sein. Oh, oje. Item. Das könnte jetzt... Ja, natürlich, Zitane. Danke. Könntest du nicht Vivi vorher retzen? Supi. Bravo. Jetzt kriegt er wieder keine Punkte. Danke, Zitane. Wie, ich bin schuld. Ich bin sicher nicht schuld. Und zweimal wup, 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 wup. Einmal für Zitane und einmal für Freya. Sandgolem-Karte und bekommt Phoenix Feather Potion und über 500 Gil. Kacke. Das ärgert mich jetzt gerade wieder. Schade um den kleinen armen Vivi. So. Aber wir haben so viel Potions, da tun wir gleich mal. So. Da können wir auch noch einmal. Das müsste passen fürs Erste. So. Ich glaube, da oben kommt man später hin zu den beiden Kisten, wenn ich da was. Da muss ich was richtig machen auch. Ja, da haben wir einmal eine Kiste. Mistgabel, super, die habe ich umsonst gekauft. Und hier haben wir auch eine. Ein Zelt, das können wir gleich brauchen. Nehme ich für den hier. Hallo Mohana. Einmal Mognet. An Mohana einen Brief überreichen. Gerne. Wow, ein Brief von Atura. Vielen, vielen Dank. Von Atura an Mohana. Es ist schrecklich. Diese grässlichen Kerle haben die schöne Stadt kaputt gemacht, Kubo. Warum bloß, Kubo? Ich hasse diese Zipfelmützen, Kubo. Sei bitte vorsichtig, Mohana. Am besten du ziehst irgendwo anders hin, Kubo. Ja, das wäre ein guter Hinweis. Oh nein, Bumerkia wurde verwüstet. Sind wir hier denn überhaupt sicher? Ja, sind wir das, Kubo? Ich fürchte nicht, du solltest vielleicht das Weite suchen. Sicherheitshalber. Natürlich das Zelt einmal benutzen und dann tun wir auch sofort speichern und können den Part somit auch schon beenden. Kubi, Kuba, Kubo. So, Speicherplatz. Und hier und da und ja und so. Perfekt. Na prima, das wär's dann wieder für heute. Und tschüss. Haben wir schon ein kleines Stückchen des Weges rauf zum großen Baum, zur Stadt Clara geschafft. Vom großen Baum zur Stadt Clara, so muss ich eigentlich sagen. Und ja, wir kommen gut voran. Wir lernen auch schon hier und da neue Fähigkeiten, was mich persönlich sehr, sehr freuen tut. Und ich würde sagen, wir beenden den Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!